So, hey Leute, willkommen zurück beim Thief the Dark Project Let's Play oder auch Dark Project der Meisterdieb oder wie auch immer oder was weiß ich. Mein Name ist King Sarkasmus und ja, es hat sich ein klein wenig was verändert. Also da komme ich aber gleich zu. Zuerst einmal Entschuldigung an alle, die den Stream eventuell sehen wollten. Erst habe ich überlegt, ich mache eventuell gar keine Streams mehr, weil ich Probleme mit den Videos hatte und ich nicht weiß, woran es liegt und das erstmal ausschließen wollte. Jetzt wollte ich es doch machen, wegen dieser lustigen, geilen Veränderung, die ich eigentlich unbedingt live streamen wollte. Aber es will einfach nicht, dieses Programm will einfach nicht. OBS macht mir immer nur ein schwarzes Bild, scheißegal was ich mache. Und ich habe jetzt einfach keine Zeit. Ich möchte jetzt unbedingt zocken und möchte jetzt unbedingt aufnehmen und möchte jetzt und möchte und möchte. Man will ja schließlich nicht, man möchte. So, und dann fangen wir doch gleich mal an. Und bitte nicht erschrecken. Das brauche ich ja wohl nicht nochmal vorlesen, das hatten wir ja schon. Wie man sieht, lädt er ein klein wenig länger als die letzten Male. Ein klein wenig viel mehr. Wusch! Was ist hier passiert? Affengeil! Das hier ist eine Modifikation, die ich gefunden habe für Thief. Ganz durch Zufall. Und ey, das ist eine HD-Mod. Und die HD-Mod ist sogar so geil, dass das Ganze hier in Full HD aufgenommen wird und alles, oder so gut wie alles, überarbeitet wurde und voll geil aussieht. Und das Ganze haben wir dem dem guten Bentrax mit Doppel-X zu verdanken. Das ist echt sowas von genial. Und ich habe die Vermutung, dass es ein Deutscher ist, der dieses Meisterwerk hier vollbracht hat. Vielen Dank dafür, sollst du dieses Video irgendwann mal sehen. Und kommen wir gleich mal zum ersten, zum Zombie. Der wurde komplett überarbeitet, texturmäßig, sieht man ja jetzt schon eigentlich ganz gut. Seit der Thief Gold Version kann man Zombies auch mit dem Schwert niederstrecken. Ich werde das jetzt einfach spaßeshalber mal machen. Die gehen nicht unter Haustiere und quatsch mich nicht voll, ey. Da zieht euch den mal rein, ey. Er hat mich geschlagen. Er hat mich geschlagen. Ich teile dich durch, du Sau. Ja, er steht auf, um wieder hinzufallen. Das ist eine besonders gute Taktik. Wird beim Boxen auch öfter benutzt. Er zieht euch mal das Face rein, jetzt mal ohne Witz. Also ich weiß, ich bin jetzt gerade voll drauf und so. Aber ich weiß nicht. Das muss jetzt einfach mal so. Mann! Stirb jetzt endlich, du alte Sau. Also musst du irgendwie 4, 5 Mal niederstrecken. Das ist nicht empfehlenswert bei mehreren Zombies. Ich steh nicht mehr auf. Zieht euch das mal rein, ey. Alter Falter. Wie hat der das gemacht? Wie hat der solche Texturen auf dieses komische Klappergerüst gebastelt? Also es ist nach wie vor alles noch sehr eckig, sag ich jetzt mal. Das Spiel ist halt alt und man müsste es komplett neu schreiben eigentlich, um das wieder rauszukriegen. Aber es sieht so geil aus. Hallo? Was hat denn der hier jetzt mit der Kante? Ah, ich kann nicht springen. So, aber machen wir uns jetzt einfach mal dran, das Spiel weiterzuspielen. Hier oben ist nichts, aber da hinten oben, laut meiner Erinnerung, ist etwas. Und also ich hoffe, euch gefällt diese Veränderung. Wie gesagt, das war totaler Zufall. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, du musst unbedingt mit diesem Texture Pack spielen, weil ich finde, es bringt die Atmosphäre und alles bringt es einfach so krass rüber, dass das unbedingt sein muss. Und, ne? Der vor sich hin siechende Zombie ist natürlich wohl der Hammer. Ein paar Sachen wurden so belassen, beziehungsweise wurden einfach noch nicht bearbeitet. Aber das dürfte ja wohl so passen. Und also man sieht es doch deutlich. Also die Steine, meine Fresse. Das ist echt der Hammer. Geht ziemlich tief runter. Oh, das ist wohl richtig, du. So. Ich werde auch wieder hier versuchen, hundertprozentigen Loot einzusammeln. Dementsprechend wird diese Mission relativ lange dauern.
Da will ich nicht runter. Ich gehe mal lieber hier runter. An dich will ich nichts verschwenden, du Knaller. Mann, hast du Durchfall oder so? Ach, jetzt erst gesehen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich werde versuchen, diesen Vogel hier zu ignorieren. Schade, hier stand doch auch mal was drauf. Naja, gut, nur nicht mehr. Weil es ist ehrlich gesagt nur einer und er ist mir ein bisschen zu knusprig, wenn ich ehrlich sein soll. Hatten wir nicht einen Seilpfeil? Haben wir den nicht gekauft? Ja, wir haben eine ganze Menge Seilpfeile gekauft. Well, kauf dir mal eine neue Hand, Junge. Denn hier oben ist eine Kiste. Leider werden nicht die Lags durch diese Modifikation behoben, die man mit dem Ton manchmal hat. Oh, gefailt. Da ist noch die alte Kistentextur drauf. Der Hammer. Oh yeah, Wasserpfeile. Die werden wir brauchen. Ach scheiße. Ich hätte hier auch einfach hochlaufen können. Sieht so aus, oder? Nee, hätte ich gar nicht. Ja, doch, von der anderen Seite, aber es ist so schon in Ordnung. Alter, zieht euch das mal rein hier. Boah, krass. Das sind komplett neue Modelle hier, die beiden. Ist ja geil. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, was hier noch so rumliegt. Lassen wir das einfach mal ein bisschen Revue passieren. Was ist hier abgegangen eigentlich? Warum bin ich jetzt überhaupt hier? Okay, da ist ein Brunnen mit wegen Weihwasser und so. Weihwegen ist so. Wir sind da ja jetzt hier drin, weil der gute Kaddi uns gesagt hat. Ne, warte mal, hier war noch aber noch was. Weil der gute Kaddi uns gesagt hat, dass. Kratz, kratz. Ja, dass er nicht mit uns kommen kann. Leider, leider. Und. Uns gerne aber seine Aufzeichnungen da lässt, womit wir das Quinushorn finden sollen. Alarus. Ja, und das suchen wir jetzt in den Katakomben. Alter, das Feuer, Alter, zieht euch das Feuer rein. Das Spiel ist von 1999, ey. Wow. Ich finde es so geil, was man daraus, was man aus so einem alten Spiel machen kann. Warte mal, hier hinten ist noch was. Oh yeah. Oh. Ich hoffe, du bist dort und ich hoffe, du bleibst da liegen. Ein Buch. Mir reicht's. Wenn Felix verharren und sich umbringen lassen will, soll er es tun. Aber für den Lohn bleibe ich keine Sekunde länger hier unten. Wir haben Dranko wahrscheinlich, schon an die vermaledeiten Burricks verloren. Und Marcus hat den Sprung über den riesigen Abgrund nicht geschafft. Wenn es ihn nicht in Stücke gerissen hat, ist er wahrscheinlich ertrunken. Ich hatte überlegt, ob ich seine Leiche bergen sollte, da er unsere Beute aus einem schlecht bewachten Grab bei sich trug, aber es war das Risiko nicht wert. Dann mussten wir mit ansehen, wie Ketter von Pfeilen durchlöchert wurde, die aus einer bösen Falle in einem dieser großen achteckigen Gewölben kamen. Nicht, dass ich mir das Geringste aus dem Bastard-Ketzer gemacht hätte, aber ich hatte keine Absicht, so zu enden wie er. Ich werde Felix wohl nicht wiedersehen. Er war sicher, dass das Quinushorn nördlich der Gewölbe liegt, aber bestimmt hat er das nur geraten. Ich wäre ja den seltsamen X-Markierungen hinter der Abzweigung der Burrick-Tunnel nachgegangen, aber Felix meinte, sie hätten nichts zu bedeuten. Und wenn die Fallen und Zombies ihn nicht erwischen werden. Oh, Entschuldigung. Und wenn die Fallen und Zombies ihn nicht erwischen, werden ihn die Burricks holen. Die Tunnel sind der reinste Albtraum. Wenigstens waren unsere Zeichen noch weitgehend erhalten. Ich bin fast draußen, brauche aber dringend Schlaf. Die Stelle, die ich hier gefunden habe, ist bestimmt so versteckt, dass die Zombies mich nicht finden. Gut, also ist das ein Partner von dem Team, was Felix wohl dabei hatte, als er die Dinger hier rausholen wollte. Der Typ sieht relativ tot aus. Ich glaube, die Stelle war doch nicht so sicher.
Loot ist ja jetzt nicht wirklich gewesen, aber ja, ne? Da wäre man übrigens auch rausgekommen und hätte sich dann hier rüberhangeln können bis hierhin mit Seilpfeilen, aber die Arbeit spare ich mir gerne. So, machen wir uns mal hier auf den Weg jetzt. Also wir werden hier mehrere Sachen noch finden, die wir lesen dürfen. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit. Und was ich auch noch hoffe, ist, dass es diesmal nicht so Probleme mit dem Ton gibt. Denn der einzige Grund, warum das P jetzt noch nicht hochgeladen ist, das, was ihr natürlich jetzt nicht merkt, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es zumindest noch nicht hochgeladen worden. Das ist der Grund ist, weil ich da Probleme mit dem Ton hatte. Ich konnte das nicht in mein Schnittprogramm integrieren. Das sieht ja aus wie eine geile Falle hier, wa? Okay, und das passiert halt. Ja, alles klar. Ich habe es jetzt übrigens auch geschafft, dass die Sachen angeht, also wenn man irgendwo Sachen aus der Kiste nimmt oder sowas, dann habe ich die gleich in der Hand. Okay, hier sieht es nicht aus, als wenn das was wäre. Der Typ sieht aus, als wenn er gleich aufstehen würde. Okay, und ob ich mich an das Seil hängen möchte, da bin ich mir jetzt aber auch gerade nicht so sicher. Ja, Zombie, Seil, Zombie, Seil. Scheiße, Mann. Ist das denn für eine Wahl hier? Hier liegen noch so ein Suppenkasper. Lass mal hier gucken. Geht's hier weiter? Noch so einer. Mein Gott. Versuchen wir uns mal. Der macht Geräusche. Und der ist aufgestanden. Boah, Junge, er kauft immer neues Face. Ey. Das will man sich ja gar nicht angucken. Hier, nimm das. Will er nicht. Sieht ja auch geil aus. So. Gehen wir mal hier runter. Das Wasser dürfte sich eventuell auch demnächst nochmal verändern. Ich wollte da nochmal rüber gucken. Da gibt es auch in dieser Mod gibt es noch eine Einstellung dafür. Kann das sein, dass ich irgendwas sagen wollte und schon wieder voll vom Thema abgekommen bin? Sieht so aus, wa? Irgendwie waren die mal detaillierter, habe ich so das Gefühl. Die Kisten. Da war so ein richtig hässliches Gesicht drauf mit total glubschigen Augen. Und jetzt mal im Ernst. Also wer sich da vorstellt und dann die Kiste aufmacht, der hat es aber auch nicht anders verdient. Oh yeah! Bestimmt irgendwer kommt auf die dämliche Idee, sich da mit dem Rücken gebückt dran zu stellen und einer macht die Kiste auf. Das ist hier eine Stelle, da bin ich das erste Mal richtig hart gestorben. Warum ich mich daran so gut erinnere? Ich erinnere mich an jedes eigentlich erste Mal, wo ich aus irgendwelchen Gründen gestorben bin. Die ich erst hinterher verstanden habe. Also ganz, ganz brutal. Da war ich einen Ticken zu langsam. Ja, das hatte ich dann davon. So. Das für Tunnel, Alter. Sieht richtig vergammelt aus. Mit Steinen. Ah, super. Alter. Die Barracks haben übrigens auch neue Texturen bekommen. Und auch hier haben wir wieder keine Haustierlimitation. Limitation? Limitierung, glaube ich, heißt das. Ja, Pfeil im Nacken, scheiß drauf, laufen wir einfach weiter, ne? Oh, ich kann die Viecher nicht haben. Und genau deshalb. Das ist Giftgas.
Okay, jetzt ist er angefressen und rennt weg. Kann ich hinterher. Und ihm, bevor er mich nochmal ankotzt, einmal richtig hart geben. Boah, Junge, sieht er richtig aus wie eine Echse, Junge. Boah. Okay, den Weg hier hoch hätte ich mir sparen können, aber der Blick, der war es wert. Sind leider nicht die letzten Perks, die wir hier sehen werden. Ging es hier auch noch weiter? Okay. Irgendwer oder irgendwas sagt mir, dass ich da jetzt gerade nicht runter will. Na toll. Das ist lustige Giftgas, ist richtig hardcore. Gut, dass wir die Pfeile nicht großartig brauchen in dem Level hier. Sonst wäre es ja fast schade drum. Ne, es ist jetzt so, wenn ich irgendwas einsammle, dann wird es... Oh, oh, shit! Ah, zu langsam! Oh, auch geschafft. Dann wird es tatsächlich sofort zum Auswählen entweder in meinen... In meine Dingsbums-Bar da gelegt. Wer ist das hier an der rechten Seite? Die Itembar, nenne ich es jetzt einfach mal. Oder ich wähle es als Waffe sofort aus. Ich hasse diese Viecher. Na toll. Ich platze noch irgendwann. Allein. So, als wenn ich da runter müsste. Alter, warum stirbt denn der nicht, Junge? Jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier. Wie viele Pfeile soll ich in dieses Drecksviech denn noch jagen? Gut, dass die ja nur ankotzen können und sich sonst nicht wehren. Meine Fresse, ey. Hier kriegst du den übelsten Rage. Ja los, dann kommt her, ihr feigen Drecksviecher, ihr. Ich hau euch allen die Fresse breit. Ja los, jetzt lauf nicht weg hier. Ich rasiere dir den Schwanz. Also, den, der hinten dran hängt, meine ich. Verdammt. Los, you're the next one. Yes. Ja, bleibt da schön liegen hier. Lol, wie sonst hat der irgendwie ein Gesicht. Okay, da war irgendein lustiger Pfeil drauf, aber und so. Aber sie haben mich nicht getroffen, das war ziemlich gut. Aber dass hier unten so viele rumlaufen, habe ich jetzt auch irgendwie nicht mehr so in Erinnerung. Okay, da ist ein Kreuz dran. Dann gehen wir erstmal die anderen Richtungen, denn wir wollen ja nicht da, ja, dahin, wo wir hin müssen. Witz, lag hier nicht auch noch ein Loot? Muss ich echt sagen, es hat sich eine ganze Menge verändert in der Expertenversion hier. Ah ja, okay, jetzt bin ich hier oben. Alles klar. Fuck. Da geht's ja lang, da ist er richtig. Also hat er sich einen Rückweg markiert oder was? Gehen wir mal hier wieder zurück. Backtracking kennen wir ja von mir. Weil das so schön ist.
Also ich hoffe, dass ich diesmal nicht so Probleme mit dem Ton haben werde. Der ließ sich überhaupt nicht importieren in meinen. Also er ließ sich schon importieren, aber das war ein heilloses Durcheinander und Kritzel, Krax hier und was weiß ich noch alles da. Also es war echt scheiße. Dann gehen wir jetzt mal da rein. Wahrscheinlich komme ich dann da irgendwo, wo ich gerade war, in dieser riesigen Höhle raus, aber irgendwo unten drunter oder so. Muss ja überall mal geguckt haben. Kann ja irgendwie sein, dass der Loot versteckt ist plötzlich. Jetzt komme ich da wahrscheinlich oben raus. Sage ich ja. Da, und du kannst woanders schlafen gehen da. Okay, also hier ist echt gar nichts. Und diese Texturen, also das ist echt heftig. Leuchtende Pilze, hätte ich auch gern. Magic Mushrooms. Ja, also ich hoffe, dass es diesmal besser läuft. Würde mir die ganze Sache deutlich einfacher machen. Yay, ein Burry Grab. Sowas liebe ich doch. Oh. Junge, du stinkst. Okay. Wir haben also drei Verwesungsstadien quasi. Einmal frisch, einmal, ja, saftig und da schon total ausgedorrt. Aber gut. Ist halt wie es ist. Irgendwann gehen wir alle drauf. Für alle Pessimisten, nein, heute nicht. Wahrscheinlich. Was ist denn das für eine Flitzpiepe da unten? Den kenne ich ja gar nicht. Kommt der hoch und da bleibt der stehen? Oder bohrt der jetzt in der Nase? Oder was macht der da jetzt? Was ist das? Der Blinde unter den Burricks? Oder wie? Also am besten immer mit dem Rücken zu denen stehen. Die können auch einfach so aus dem heiterem Himmel können die einen ankotzen. Alles schon passiert. Hör auf zu zucken, du Sau. Hier ist nix. Ist ja geil. Ein Sinnlosgang. Nee, warte mal, was ist das denn hier? Im Ernst? War ich noch nie. Dem geht es anscheinend auch nicht so wirklich gut. Und, Alter, was denn das für ein Bild, Junge? Was ist bei denen los? Leiche, kein Name, ist klar. Boah, das Schwert hat sogar eine Reflexion. Hardcore. Ich habe mich wegen des Herzens des Mystikers wohl getäuscht und werde für meinen Fehler sterben. Die alte Tafel, die ich fand, besagte, das Herz sei in einem Raum voller Statuen, deren Blicke tödlich sind. Dort stehen zwar Statuen, aber jetzt ist mir klar, dass es nicht der richtige Ort ist. Ich wage nicht, erneut hinabzusteigen. Unten streichen die Burricks umher, wütend wegen meines Eindringens. Wenn sie nicht fortgehen, werde ich an diesem gottverlassenen Ort verhungern. Ja, und da du ja nicht mal einen Namen hast, ist das wohl passiert, Mr. Namenlos. Und hier stehen zwar schwule Statuen rum, aber hier ist nichts. Aber danke für die Wasserpfeile. Denn hier bekommt man es definitiv nicht. Das weiß ich wohl. Ich habe ja selbst auch schon so ein bisschen rumgespielt, sag ich jetzt mal. Also jetzt heute und gestern, ne, gestern nicht mehr, aber heute Mittag so ein bisschen mir die Level angeguckt wegen den neuen Texturen und sowas. Und ich weiß, wo ich die Mystica-Dinger finde, weil ich das auf Experte einfach schon mal ausprobiert habe hier. Und also wie gesagt, auf Experte ist echt eine ganze Menge anders. Da muss man sich viel neu auf Neues einstellen.
Okay. Wie ich da jetzt hochkomme, ist mir auch gerade noch ein Rätsel. Wieso ist hier jetzt ein Pfeil? Weil es da zum Ausgang geht, oder was? Alter, hast du Asthma oder so? Also ich gehe jetzt gerade wieder zurück, ich weiß das. Ich hatte echt irgendwie das Gefühl, ich hätte irgendwo was vergessen. Ja, egal. Bevor wir das Ganze jetzt unnötig, also noch unnötiger als sowieso schon in die Länge ziehen, gehen wir jetzt voran und looten die Katakomben. Wenn ich jetzt nicht in die falsche Richtung gehe. So. Ich werde echt gerne hochbekommen. Hier gab es ja auch noch ein paar Sachen. Also ich werde jetzt hier auch einfach mal speichern. Welche waren das? Welche? Wir waren Cracks Cliff. Das war die. Also nehmen wir einfach jetzt mal die. Ist ja schon 20 Minuten für nix. Der Hammer. Glaube, hier waren auch noch Bricks. Ew. Dem geht's auch nicht so wirklich gut, wie das aussieht. Felix ist egal, ist egal, aber wir haben eindeutige Hinweise darauf, dass Adolfo vor uns hier war. Ich weiß nicht, ob er den sagenhaften Edelstein gefunden hat, den er hier vermutete, aber falls er noch hier ist, wird er mehr wert sein als dieses lausige Queen. Was für ein Teil? Queen Upellhorn. Oder wie das Ding heißt. Wenn ich die Zeichen richtig deute, glaubte Adolfo, dass sich tief unten in dem Berwick-Tunnel etwas Nützliches befindet. Wer zur Hölle ist Adolfo? Und wer bist du überhaupt, Herr Leiche? Ich kann versuchen, damit rüber zu springen. Hier unten war, glaube ich, nirgendwo etwas. Okay. Ja, gut. Also war der Weg hier runter eigentlich nur wegen dem Suppenkasper hier jetzt. Der jetzt halb im Stein liegt. Steinig den! Könnte schwören, ich hätte da was gehört. So, habe ich wohl. Alter, meine Pfeile sind gleich alle wegen diesen Kackviechern. Okay, die beiden sind aber normal. Nach wie vor. Die gab's schon vorher, alles klar. Sieht echt geil hier aus. Total eklig vermoost. Echt vermoost! Ich glaube. Ach nee, doch nicht. Hä? Ach so, Tja, schöner Tunnel, ziemlich nutzlos. Nee, ich häng fest.